Hier ist die Naab ein Zusammenfluss von Wald- und Heidenaab, schon ein mächtiger Fluss, der insgesamt gut 100 Kilometer lang ist. Kurz nach Kallmünz mündet dann noch die Vils in die Naab. Dieser Ort wurde bereits 982 urkundlich erwähnt. Der Energieriegel für unterwegs trägt die Aufschrift Neu. Da wurde also etwas wesentlich verbessert an der Zusammensetzung. Verrückt, in Psalm 98 finden wir den gleichen Ausdruck. Singt dem Herrn ein neues Lied. Ein Hinweis, dass du etwas kannst, was du vielleicht vergessen hast. Beiseite geschoben, überdeckt. Du bist fähig, etwas völlig Neues zu tun. Sing dem Herrn ein neues Lied. Ein neues Lied hat einen anderen Text und eine andere Melodie als all das bisher Gesungene. Du gibst dem Herrn also etwas, was vom bisherigen vollständig abweicht. Es ist ein neues, ein anderes Leben. Im Psalm 98 steht noch mehr. Sing dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Da steht also wortwörtlich der Grund. Lebe ein anderes Leben, in dem Wunder Platz haben. Bist du an der Welt und ihren Maßstäben orientiert, versickern die Wunder. Sie finden nicht statt. In deinem Leben ist viel zu viel Sorge. Traue Gottes Handeln etwas zu. Lass in deinem Denken Platz, Platz für völlig andere Abläufe und Lösungen und darin verborgene Wunder. Lass dich nicht einzäunen von Ängsten oder Erfahrungen oder Befürchtungen. Du kannst das ändern. Dafür hast du den Glauben. Jesus sagt, ich habe dich herausgerufen. Jetzt bist du soweit. Sing dem Herrn ein neues Lied.